Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Mittlerweile sind wir sogar mal in Woche 7 angekommen. Ist echt krass, also man spielt und spielt und ja, hat eine Menge Spielzeit investiert. Und ja, auf jeden Fall, wir haben ja unsere Teenager-Tochter hier, unseren Vampir-Jungen. So, ich mache erstmal wieder automatische Lichter. Ich habe das hier nämlich hier gerade noch richtig fleißig die Lichter angemacht, damit ich hier schöne Aufnahmen hinbekomme. So, wir schließen erstmal ab für jeden. So, dann kann meine Sim-Dame, glaube ich, ins Bett gehen. Weil sie überhaupt nicht müde ist. Nein, gar nicht. So, schlafen. Wie sieht's denn bei euch aus? Ja, der ist bereit für alles und sie ist noch mehr bereit für alles. So, wir müssen aber mal ein bisschen drauf achten. Emotionale Kontrolle. Das andere läuft ja gut, ne? Da sage ich ja nichts, aber Sims, die ihre negativen Gefühle umleiten können, bauen emotionale Kontrolle auf, bla bla. Sie können an Radios oder Instrumenten verschiedene Interaktionen zur Entspannung ausführen oder joggen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ja, dann würde ich sagen, nein, das darf Daniel gleich mal aufräumen, damit der das nämlich auch so weit langsam bekommt. Ich würde erstmal das Töpfchen hier entfernen, was mich ja nervt, dass ich diese Grabsteine hier stapeln und man die nicht verkaufen kann oder so. Das nervt mich halt echt ein bisschen. So, dann können wir das hier nämlich wieder hinstellen. Ich wollte hier dann bald auch mal ein bisschen qualitativere Sachen einbauen. Wir haben jetzt ja das Billigste vom Billigsten genommen. Aber da kommen wir noch zu. So. Die Stereoanlage, die würde ich jetzt erstmal hierhin mitbauen. Weil die hier erstmal mit hinpasst. So. Mach mal das Gitter weg, das nervt hier schon wieder. Ja, was Woche 6. Haben wir eigentlich Grundstückmerkmale? Nein, das könnten wir ja mal machen. Heimisch. Gute Schulen. Okay, das machen wir doch mal. Zuchtgelände. Wundermünze ist auch nicht schlecht. Ein Goldesel. Ein Wichtel. Kommt und macht Sachen kaputt, die in der Nacht kaputt gehen. Ja, ich würde die Gartenarbeit hier noch machen. Und Frischluft. Keine Ahnung, mir fällt gerade nichts anderes ein. So, ich weiß gar nicht, ob Lewis diese Merkmale auch hat, aber wir benutzen das jetzt einfach mal. Dann, was mir noch einfällt, also irgendwas wollte ich ja gerade machen hier, ne? Die Toilette entfernen, ja, und weiter. Gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. So, genau, sie wollte ich auf die Toilette schicken, eine erfrischende Dusche nehmen lassen. Joggen, um in die Wolken schauen. Okay. Ja, ich habe mir jetzt auch ein paar Add-ons mit dazu geholt. Für den einen oder anderen, der es noch nicht mitbekommen hat. So, Danek darf jetzt nach oben laufen. Und duschen. Und zwar nimmst du vielleicht mal eine nachdenkliche Dusche. Weil du ja mehr so das kreative Kind bist. Dann darfst du hier mal aufräumen. Ach so, die kommen hier schon rein, ja. Ich werde das hier mal als Eingangstür festlegen. Dann haben wir ja unsere süßen beiden Kätzchen hier noch. Elu, die jetzt hier rumchillt. Und Anouk traut sich gar nicht, sich zu bewegen. Ah, doch, jetzt. So. Dann können wir das, glaube ich, mal füllen. Was sagen denn die Inventarsachen? Hausaufgaben. Dann mach doch mal Zusatzaufgaben. Du hast Hausaufgaben schon gemacht. Und mit ihr können wir Sachen züchten. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich habe auch nicht mehr in ihrem Inventar nachgeguckt anscheinend. Dann können wir jetzt ein bisschen was verkaufen.
Die schläft erstmal entspannt. Ach ja, ich wollte die Dingens hier noch mit Rahmen versehen, ist auch gut. Rahmen hinzufügen. Ich finde, das sieht dann schöner aus. So schöne Familienbilder, ne? Warum auch nicht? Mich interessiert jetzt, ob sie jetzt joggen geht. Sie sieht so Teenager-mäßig aus. Das passt richtig gut zu ihr, das Outfit. Oh, perfekt. Perfekt. Die emotionale Kontrolle geht wieder nach oben. Wie sieht es bei dir aus? Du hast auch keine emotionale Kontrolle, ey, verdammt. Unsere Kinder haben es irgendwie nicht so, anscheinend. So, sie joggt hier noch fleißig. Was macht sie dann danach? Ist auch eine gute Frage. Sportlich ist sie ja schon mal. In einem Fitnesscenter möchte sie auch bald mal trainieren. Wir können ihr mal solche Belohnungen hier kaufen. Ich finde, was immer ganz gut ist, die Nachteule und die Frühaufsteherin. So. Wie sieht es bei uns aus? Wir können uns auch mal wieder was kaufen. Wir sind ja schon Frühaufsteher, Nachteule, Herd- und Grillprofi. Ach herrje. Kostenlose Dienste. Das will ich jetzt auf jeden Fall haben, ey. So, was ist mit dir? Du, Blitzputzer, großartiger Erzähler. Ach, du ahnst es nicht. Du bist eine Nachteule. Also Vampire sind ja erstmal Nachteulen, habe ich mir so überlegt. Ja, sie joggt da jetzt weiter, das passt. So, er gönnt sich hier den Haushalt. Auf einem Spielturm spielen, wenn verspielt. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Dazu müssen wir den einfach mal baden lassen. So, dann starten wir mal die Versammlung. Jetzt kommt nämlich der Papa und kann Hausaufgaben helfen. So, du bist fertig. Das ist schön. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Das machst du nämlich nochmal. So. Um Hilfe bei Hausaufgaben bitten. So, es wäre nämlich praktisch, wenn das schon mal passiert. Was ist das denn hier? Ist ja eklig. Die Katze hat sich da ein bisschen ausgelassen. Passiert. So, ich sitze es auch gut. Ich liege da ganz oben gemütlich und schlafe noch vor mich hin. Oder einen höher, besser gesagt. So, ich bin schon mal konzentriert. Ist ja nicht schlecht. Oh Gott. Anouk ist älter geworden. Ist vom Kätzchen zur erwachsenen Katze hinaufgewachsen, ey. Oh. Gewachsen. Oh mein Gott, ist die süß. Wir haben eindeutig eine gute Wahl getroffen mit der Katze. Niedlich. So, Elu beruhigen. Nein, ich möchte ihr sagen, dass sie da weggehen soll. Dass das, was sie da tut, nicht tun soll. Abwarten, was geschieht. Fernsehen? Nein, 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 nein. Du darfst dann einen Brunch servieren und einen Obstsalat. Ein Obstsalat ist, glaube ich, auch neu. Zusammenhalt, wegen Gruppenversammlung. Level 4 der Mentalfähigkeit. So, wir haben bei Danik jetzt noch 2 Tage Zeit. Bonusmerkmal körperlich begabt. Warte mal, der Kreativitätstyp ist er schon, ne? Ja. Zusatzprüfung abgeschlossen. Dann darfst du deinen Vater mal umarmen. Bitten in die Wolken zu schauen. Papa, schaust du bitte in die Wolken? Okay. Da legt er sich hin und dann geht er weg, der Junge. So, liebevoll umarmen. Kann man ja mal machen mit seinem Vater. So. Ich werde jetzt einfach wieder so spielen, wie es passt. Wenn es halt 5 Parts werden, dann ist es halt so. Gemeinsam Foto machen. Oh, halt. Idee. Stopp. Urlaubstag nehmen.
Angie! Warum geht das nicht? Es ist niemand in der Nähe, um ein Foto zu machen. Ihr seid ja auch geil, ey. Ah, jetzt geht das hier wieder nicht. Warte, ich stelle es in die Luft, dann geht das wieder. Warte, das funktioniert. Ich habe festgestellt... Oh nein. Oh nein. Wo ist die Katze und macht was kaputt? Über Aufwecken belehren. Oh. Ich wurde anscheinend auch geweckt. Und netterweise von der Katze. Und ich habe Hunger. Aber mal gut, dass unsere Tochter da gerade Essen vorbereitet. So, ich gehe erstmal auf Toilette hier. Und dann ziehe ich mich mal an. Ich meine... Was ist jetzt schon wieder? Oh, Anouk hat gelernt, Sims nicht zu wecken. Das ist schon mal gut. So, Elu möchte jetzt bitte lernen, nicht auf Sachen hochzuspringen. Das geht schon mal nicht. Alte, mach das weiter. Ey, das ist ein Problem mit den Sims hier, ne? Das muss ich echt in den Griff kriegen, weil mich das voll nervt. Tisch decken, nein. Was ist los, Katze? Was ist los? Meine Katzen sind toll, ne? Aber... Was hat sie jetzt? Mit Laserpointer spielen. Wenn man schon mal da ist, ne? So, jetzt macht die Gruppenversammlung. Oh, Alte. Jetzt setzt diesen Obstsalat fort. Kann doch nicht sein hier. Dass die diesen Obstsalat hier nicht hinkriegt. Über Schule reden. Wenn man schon mal dabei ist, über Grillkäse reden. Super, jetzt habe ich einen verbackten Obstsalat hier hängen. Klasse. Das wollte ich schon immer mal haben. Okay, dann... Darfst du mal das verdorbene Essen aussortieren. Und dann versuchen, den Obstsalat fortzusetzen. Jetzt geht's. Endlich, ey, meine Herren. Zum Essen rufen. Macht sie das jetzt? Nein, macht sie nicht. Setz dich doch hier hin. Dann hörst du mal auf zu labern und nimmst dir ein Gericht. Und du nimmst dir auch ein Gericht. Wenn die Tochter schon mal fleißig Obstsalat macht, das muss man ja mal ausnutzen hier, ne? So. Wie wär's, wenn du mit deinem Bruder ein bisschen quatscht? Kompliment machen. Kann man seinem Bruder ja mal machen. Man kann ja mal nach dem Tag fragen, die Bewunderung ausdrücken. Oh, er ist verspielt. Das ist ziemlich gut. So, um Tipps bitten. Und so eben gute Freunde geworden. Das ist schön, sehr verspielt. Okay. Aber ich werde diese Familien treffen. Das werde ich mal unterbrechen. Und... Reisen, jo. Ach, ich reise ruhig mal alleine mit Danik, weil ich muss ja auf einem Spielturm spielen, wenn er verspielt ist. Und das passt sich jetzt ja. Und danach können wir mit Aya ja mal ins Fitnessstudio gehen. Da kann er gleich mitkommen, ey, ich sag dir das. Vielleicht kann er da ja auch irgendwas machen. So, der Welpenpark. Da wird es ja wohl einen Spielplatz für ihn geben. Ob es da Hundewelpen gibt? Ach, das wäre niedlich, oder? Ich meine, mal eben so einen Hundewelpen mit nach Hause nehmen. Naja, ein bisschen... Ja, aufwendig wäre das dann jetzt auch, ne? Aber, naja. So. Dann spiel doch mal. Und hoffentlich kriegst du das jetzt auch. Yes. 4 Stunden tippen üben. Okay, dann fährst du jetzt nach Hause. Das, was man so macht. Oh, was haben wir denn hier Süßes alles rum? Oh, die ist so niedlich, aber die hat immer so einen Stummelschwanz. Oh, eine flauschige Katze. Oreo.
Ich hätte auch gern eine Welt, wo Katzen einfach frei rumlaufen, also hier in Deutschland. Ich meine, in anderen Staaten ist das ja schon, aber ja, in Deutschland halt nicht. So frei rumlaufende Katzen. Ich finde ja blöd, dass hier wenigstens die Nachbarschaft nicht geladen ist. Finde ich irgendwie, ja, nee. Ist echt doof gelaufen so. So, ich habe mir hier mal das Wasser gegönnt. Ich darf jetzt ja nur noch Wasser und Tee trinken aktuell. Ist ja meine Fastenzeit jetzt. So, vielleicht kriegen wir noch hin, dass er nicht nur kreativ begabt ist, sondern auch körperlich. Dafür muss er jetzt aber Tippen üben. Redewendung durchsuchen ist auch nicht schlecht. Üb mal Tippen. Sie muss im Fitnesscenter trainieren. Aber sie kann ja noch mal mit der Mama reden. Nach Techtelmechtel fragen. Wir haben, seit wir älter geworden sind, nicht mehr miteinander gesprochen. Deswegen frage ich sie jetzt erstmal über Techtelmechtel aus. Die nimmt langsam Form an hier, ne? Sie ist auf jeden Fall nicht mehr dick. Vom liebsten sozialen Medien schwärmen. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? So. Was macht eigentlich die Natur hier draußen? Die Natur möchte gegossen werden, so wie das aussieht. Okay. Wisst ihr was? Hört mal auf zu labern. Du gehst mal das hier bewässern und du fängst mal hier hinten an. Bewässern. Hat sie gerade geklingelt? Nee, ne? Gut. Ja, hier ist irgendwie was rausgeschmissen worden. So, bewässern die das jetzt in Ruhe? Dann ist ja gut. So, er übt noch Tippen, hört dabei Musik. Er ist sehr verspielt. So. Okay, weiterentwickeln tun wir das später. Ich möchte mit ihr jetzt mal schnell ins Fitnessstudio reisen. Und du kannst ja die Mama mitnehmen. Dann trainiert ihr nämlich beide mal im Fitnessstudio. Das schadet dir auch nicht, liebe Chihiro. Vor allem in echt würde mir das echt nicht schaden, aber hey. Gibt es hier ein Fitnessstudio? Nein, da muss ich die Welt wechseln. Ich finde. Nee, warte mal. Hier ein Fitnessstudio. Das ist ein Club, ne? Ja. Da ist ein Fitnessstudio. Fitnesscenter am Hafen. Ja, da gehen wir doch mal hin. Das klingt nett. So. Was wollen wir? Halbwende. Und wo finden wir sie? Im Baumodus. Erinnert mich immer an diese Bilder, wo irgendwie Frauen abgebildet sind. Eine Frau so, was wollen wir? Dann steht da 30 Frauen abnehmen. Und wann wollen wir das? Am Montag. Und dann eine Frau, aber morgen ist Montag. Und alle anderen, okay, dann nächste Woche. Das fand ich auch etwas, ja, genial gemacht. So, dann darfst du hier deinen Ausdauerlauf machen. Und du kannst überhaupt erstmal trainieren, würde ich vorschlagen. Finde ja doof, dass die extra runterlaufen müssen. Aber zumindest kann man hier rein optisch die Frauen von den Herren unterscheiden. Also ich tippe jetzt mal, dass das die Frauen sind, genau. Oh, das ist auch nicht schlecht, ne? Hier ein Herr, hier eine Frau. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ja, und dann hier auch noch ein Fenster. Ist das euer Ernst? Wow, diese Begeisterung. So, Level 4 der Fitnessfähigkeit. Eine Stunde an die Grenzen gehen und zwei Fitnessgeräte besitzen. Ja, ich besitze zwei Fitnessgeräte. Ich habe die extra gekauft. Kannst du dich mit ihr reden? Nee, kannst du gar nicht. Entmutigen, das ist ja mal geil.
eine Stunde an die Grenzen gehen, wenn Energie geladen. Okay, das heißt, am besten geht sie jetzt mal auf die Toilette und dann eine erfrischende Dusche nehmen. Und dann kann ich ja, glaube ich, hier noch an die Grenzen gehen, oder? Nee, kann ich nicht. Okay, sie geht trotzdem duschen. Halt, stopp. Also du gehst erstmal auf Toilette und dann duschen. Wie sieht's mit mir aus? Mich stört das nicht. Ich bin besser als meine Tochter. So macht man das heutzutage. So, ich gehe aber auch mal auf die Toilette und werde auch eine erfrischende Dusche nehmen. So, der Geburtstag von Danik naht. Das ist natürlich schlecht. Garten pflegen. Fähigkeit aufbauen. Motorik. Dann haben wir hier Dina Caliente. So, wie sieht's aus? Warum ist sie glücklich? Willst du mich verarschen? Okay, Aktion, nein. Outfit, und zwar darfst du jetzt deine Sportkleidung wieder anziehen und Gewichte heben. Schweres Gewichte heben. Das ist ein guter Plan. Das darfst du dann nicht machen. Ich bin zu müde, um das zu tun. Okay. Dann gehe ich danach halt nach Hause und meine Tochter, die trainiert hier noch weiter. Dann schicken wir die in diese Dingskarriere. So, ich gehe jetzt in Badehandtuch. Das ist total normal. Macht jeder heutzutage. Wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Oh, den kenne ich doch. Wir gehen aneinander vorbei, als ob wir uns nicht kennen, ey. Huch. Das sieht so geil aus, ey. Völlig normal. Da stehen welche, machen Sit-Ups und ich laufe hier mit Handtuch durch die Gegend. So. Ach, mich belabert hier einer. Okay. Jetzt kannst du aber an die Grenzen gehen. Nein! Sei doch energiegeladen! Stopp! Ja, Energie geladen, perfekt. Geht das jetzt bitte? Komm schon. Yes, eine Stunde an die Grenze geht. Okay, jetzt darfst du nach Hause gehen. Du darfst jetzt weiter deine Motorikfähigkeit aufbauen. Du darfst... keine Ahnung, Videospiele spielen. Weil du das können musst. So, dann gehen wir mal nach Hause. Haben wir den Sonntag ja auch sinnvoll rumbekommen. Erhöhe alle Kleinkindfähigkeiten vor dem Älterwerden auf Level 3 oder 5. Ja, das habe ich getan. Dem habe ich getan. So, sie hat ein bisschen Hunger, so ganz minimal. Dann darfst du... warte, stopp. Du schälst das mal lieber in den Kühlschrank vorher. Das wäre irgendwie sinnvoller. So, nimm dir mal ein Gericht. Dann darfst du die Toilette verwenden. Und ein Schaumbad. Nein, du nimmst mal ein Muskelentspannungsbad. Und gehst dann schlafen. Und was du auch immer da zu tun hast, das ist das Zimmer von deiner Schwester. Du kannst jetzt aber mal den Obstsalat hier essen. So, mein Sim schläft auch schon, ne? Ja. Okay, steh nochmal auf. Du kannst den anderen Obstsalat essen. Und nebenbei Kochkanal schauen. Und ihr könnt euch ja mal unterhalten. Kannst eher mal den Tag verschönern. Über Süßigkeiten schwärmen. Oh, sie umarmen sich, ist das süß. So, Level 9 der Sozialfähigkeit.
Ist ja auch nicht schlecht, okay. Weißt du was, hör auf, den Salat zu essen. Du darfst hier mal das Monster unterm Bett einsprühen und ihn dann ins Bett bringen, damit er jetzt bloß nicht aufwacht mitten in der Nacht. So, sie ist auch versorgt. Und dann darfst du Danik ins Bett legen. So. Das hier rahmen wir auch mal rein. Ein. Der ein schönes Bild von seiner Mutter. Ich habe hier überlegt, ob wir dann wirklich das dritte Kind noch machen. Du gehst erst nochmal schnell duschen. Das aber so ein Nachzügler wird, wenn Danik ein Teenager ist. Und dann halt mit einem Mann, den wir dann halt auch hier einziehen lassen. Aber, also ich würde dann den Typen hier verlassen und halt den Sensenmann. Ich nehme den Sensenmann, Leute. Nein, ich würde mir einen neuen erstellen, den man hier dann irgendwie nebenan einziehen lässt oder so. Was weiß ich, gegenüber, keine Ahnung. So, er schläft friedlich. Unnötige Stromverschwendung, aber hey. So, sie gönnt sich hier noch das Muskelentspannungsbad. So. So, die Katze, die geht hier gerne hin. Ach, die Katze, die sitzt auch hier. Ach, stimmt, wir können die auch mal einrahmen. So. Oh, Moment. Stimmt, du musst zur Schule. Grundschule besuchen. Und du musst die Oberschule besuchen, bitte. Und ich muss, glaube ich, dann irgendwann auch mal arbeiten gehen, und zwar 9 Stunden. Und bis dahin, ich bin jetzt ja Level 8, wir haben es ja noch geschafft, uns befördern zu lassen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch befördert werden in dieser Woche. So, nachdenklich duschen. Aya ist zur Schule, darf fleißig lernen. Und du bist auch zur Schule und darfst auch fleißig lernen. Gut gemacht, Danik. Der Abschluss von Schulprojekten hat einen positiven Einfluss auf deine Noten. Mach weiter so. Mensch, der ist ja gut drauf, der Typ. Wir müssen nur noch gucken, dass wir das bei ihr dann hochkriegen. Scheinbar sind meine Dienste heute nicht nötig. Oh, wir haben hier Loot. Da gehen wir auch gleich bei. Oh Gott, ey. Wie das hier aussieht. So, das packen wir jetzt mal in den Müll. Und den Rest kann die Putzfrau machen. Und wir servieren Frühstückseierlei. Ach du Ahnst, das mache ich jetzt mal. Den Omelett. Ich serviere Omelett. Ich wollte ja mein Kleidungsstil irgendwie auch mal bald ändern. So, also den Leander verlassen wir bald. Und dann haben wir 3 Kinder von 3 Vätern. So, aber ich glaube, mit Danek werden wir dann die Generation weiterspielen in diesem Haus. So, da ist die Saubermacht-Tante. Wow, sie ist zum Ofen gegangen, hat das dort gemacht, ohne das Spiel verbuggen zu lassen. Das ist eine Leistung. Das klappt nicht immer. Nein, ich lobe das Spiel und dann fängt es hier an. Okay. Das packen wir jetzt mal in den Kühlschrank. Dann schaust du den Kochkanal. Wobei, Kochen ist ja maximiert, oder? Ja, gut. Feinschmecker kochen. Kühlschrank am Ofen, Theke Gourmet-Speisen. Ja, dann. Keine Ahnung. Schau den Weltkulturkanal. Ich weiß es auch nicht. Macht der Spaß? Ja, der macht Spaß. Ein bisschen. So, wann müssen wir denn arbeiten? Um 17 Uhr. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Videospielfähigkeit aufbauen. Dann schalten wir das mal aus. Werden uns jetzt
die Zuflucht gönnen. So, wir haben eine Rechnung bekommen, wette ich mit euch. 6450. Das wird lustig, aber wir haben ja noch den Garten. Rein theoretisch können wir auch Aya auf den Garten ansetzen. Jetzt, wo wir Kinder haben, muss man das ja mal ausnutzen. So, aber wir werden uns das in der nächsten Folge dann angucken, wie wir das alles überhaupt machen wollen. Für diese Folge sage ich dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.